So, ja. Wir spielen heute wieder mal ein Microsoft-Game und zwar nicht Microsoft Flight Simulator X, sondern Microsoft Train Simulator. Wir fahren jetzt mit einer alten Lok. Ja, ich weiß. Ja, und ich zeige euch heute das Fahren eines Zuges. Wir machen jetzt einfach mal eine freie Fahrt und ja. Den Streckenmonitor würde ich hier so lassen. Erstmal den Richtungswender. Na komm schon. Oh, vorwärts. Und dann werde ich erstmal den Gang, kommt drauf an. Nachher die Geschwindigkeit, also erstmal den Gang so auf 1. 1 so ungefähr oder 2. Und dann langsam diesen Regler hier einfach hochschrauben. Ich weiß, das leckt hier jetzt. Und jetzt muss noch hier die Zugbremse auf EP anwenden, muss auf ausgelöst 100, wenn ihr nicht bremsen wollt. So. Jetzt tuckern wir auch schon los. So, ja. Jetzt können wir erstmal hier fahren. Können hier mit halt Geschwindigkeit regeln. Aber es gibt auch eine Schwierigkeit, nämlich man kann entgleisen und das wollen wir nicht, weil dann ist man automatisch Game Over. Nein, nicht anwenden. Nur ein bisschen bremsen wollte ich. Ja. Geschwindigkeiten ein bisschen runter. Also, wie man hier schon sehen kann, Microsoft Train Simulator ist nicht so ein gerade so ein neues Spiel, weil ihr seht schon hier, die Grafik ist etwas bekackt irgendwie so. Die ist so pixelig jedenfalls. Und das ist halt blöd. In Microsoft Flight Simulator X. Ja, da habe ich natürlich auch alle Grafikeinstellungen gleich auf hochgeschraubt. Das habe ich hier nicht gemacht. Aber jedenfalls Microsoft Flight Simulator X ist deutlich bessere Grafik. Hier kann man, glaube ich, auch irgendwie die Grafikeinstellungen hochschrauben. Werde ich vielleicht auch mal machen. Aber ihr seht auch schon, der Bla braucht auch schon Systemanforderungen, weil manchmal leckt das jetzt hier so. Also wenn ich den Zug fahre, das kommt jetzt nicht, weil ich recorde, sondern weil ja, das manchmal leckt er so ein bisschen. Jetzt können wir hier die Gänge noch schalten. Also neutral, neutral heißt, also Leerlauf. Also die Antriebsachse wird vom Motor getrennt oder der Motor wird von der Antriebsachse getrennt. Jetzt habe ich gerade auf neutral und er rollt immer noch. Weil wir Bremse ausgelöst 100% und ja.
Also, und hier auf dem Streckenmonitor, den erkläre ich jetzt mal. Signal ist klar. Beim nächsten Signal. Und entfernen heißt entfernt. Entfernt vom nächsten Signal sind ja so 6,2. Geht halt immer runter. Hier ist Limit. Oh, wir sollten. Also Limit ist 85. Ich fahre jetzt gerade 128. Oh, scheiße. Und erwartet ist, glaube ich, jetzt, wenn man jetzt, das ist dafür, wenn man jetzt eine, nicht eine freie Fahrt macht, sondern jetzt eine Pflichtfahrt. Erwartet heißt dann, was man fahren sollte. Und Limit heißt dann halt, was man fahren darf. Also, denke ich jedenfalls so. Ich habe immer noch neutral, der rollt. Wie verrückt. Und ja. Eigentlich ist das ganz logisch jetzt, was man hier sehen kann. Ja, gleich kommt ein Signal in 2,4 Kilometer. Das ist aber immer noch klar, also können wir das bedenkenlos überfahren. Weil es ja klar ist. Klar heißt grün, sonst würde das da auch die Farbe ändern. Ja, also für die 5 €, was das Spiel jetzt gekostet hat, das hat jetzt 5 € gekostet. Naja, geht schon, aber ja, 5 €, das, der Preis, der geht halt. Aber trotzdem, trotz die Grafik ist ja pixelig und trotz macht es irgendwie auch Spaß. Trotzdem. Also die kann man, glaube ich, auch, die Grafik, kann man noch ein bisschen hochschrauben. Aber für 5 € der Preis, der geht halt. Und wir haben eben das Signal auch schon überfahren, deswegen 6,8 und so weiter. Ja. Eigentlich, was man jetzt bei freier Fahrt zu beachten hat, ist eigentlich, eigentlich gar nichts, weil man muss ja jetzt nicht an einem bestimmten Bahnhof bremsen, man muss auch dann nicht die Türen aufmachen und so. Das muss man halt bei der Pflichtfahrt halt machen. Und ja, dazu wird auch noch ein Let's Play folgen. Und ja, das war auch schon mein Video, mein Let's Play zu Microsoft Train Simulator. Und Fahrt mit der Kia. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonniert mich, kommentiert mich und bewertet dieses Video. Ja, würde mich über ein Abo freuen und ja, bis bald, euer Disco 100 Pogo.